Herzlich willkommen bei Finanztrends.info. Mein Name ist Sebastian Nelles. Secondomy ist in Deutschland als Mutter vom Mediamarkt oder Saturn bekannt. Die Geschäfte schwächelten bereits im Jahr 2019. Die Corona-Krise könnte hier einen massiven Einbruch im Gesamtjahr bewirken. In erster Linie profitiert der starke Onlinehandel. Die stationären Geschäfte dürften erst sukzessive zur alter Stärke zurückkehren. Das Ausmaß, in dem die Aktie verlor, alleine mehr als 50% in den ersten 3 Monaten, könnte jedoch eine Übertreibung darstellen. Immerhin wurde Secondomy bis zum Ausbruch der Krise mit einem Kursgewinnverhältnis KGV von maximal 8 taxiert. Die Bewertung war günstig, insofern hängt vieles davon ab, wie schnell sich die Wirtschaft in den westlichen Ländern wieder erholen wird. Sollte es zu einer V-förmigen Erholung der Wirtschaft kommen, dürfte auch Secondomy in geringem Ausmaß davon wieder profitieren. Zumindest der Boden scheint bereits Anfang April gefunden worden zu sein.